Hallo, meine Lieblinge und Leseliebe, ihr Frau, stellt euch heute Der glückliche Löwe von Luise Fatio, erschien im Herder Verlag. Tschüss! Ja, liebe Freunde von Leanders Lieblingen, heute habe ich ein Buch dabei, das ist einerseits restlos anerkannt und ganz viele Menschen lieben es über alles und andere sagen, ich mag das gar nicht. Wie kann denn ein eingesperrter Löwe glücklich sein? Ja, es heißt Der glückliche Löwe. Es ist übrigens, wie man hier auf dieser goldenen Medaille sieht, ein Buch, das ausgezeichnet wurde mit dem Deutschen Kinder- und Jugendbuchpreis und zwar mit dem allerersten, den es gab, 1956. Das alles ist jetzt ganz lange. Und so lange, das heißt über Generationen, haben Menschen dieses Buch bekommen und geliebt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal dieses allererste Bild an. Und dann sehen wir, warum Menschen dieses Buch so lieben. Da liegt er, dieser Löwe. Und vor ihm sind ganz viele kleine Körnchen auf dem Boden und ein klitzekleiner Vogel hat überhaupt keine Angst vor ihm. Das heißt, er ist ein glücklicher Löwe und glückliche Löwen sind eben keine Raubtiere. Aber trotzdem ist er ein Löwe und trotzdem ist er ein Raubtier. Und genau dieser Konflikt, der ist wirklich ganz gemein. Und für Kinder ist es sehr schwer auszuhalten, dass es Tiere gibt, vor denen man sich fürchten muss. Und deshalb ist es natürlich wunderbar, dass der Löwe in seinem Gehege lebt. Und das ist übrigens auch ganz allerliebst gemacht. Es heißt nämlich hier, er wohnte nicht in Afrika, wo es heiß und gefährlich ist, weil dort nämlich die Gewehre mit ihren Gewehren lauern, sondern es war ein freundliches Städtchen daheim. Das hatte braune Ziegeldächer und graue Fensterläden und mitten in einem Park, wo es Blumenbeete und einen Musikpavillon gab, besaß der glückliche Löwe ein Haus ganz für sich allein. Und dazu einen großen Felsengarten und einen Wassergraben drumherum. Und schon auf der nächsten Seite sehen wir, wie heiß geliebt er ist. Denn alle Leute kommen zu ihm. Das ist der kleine Franz und das ist der Lehrer und das ist die alte Dame, die da häkelt. Sie alle begrüßen ihn und reden mit ihm. Und es ist wirklich ein glücklicher Löwe. Und bitte nochmal nicht vergessen, er ist ein Raubtier. Das heißt, wäre er frei, müsste man sich schon eigentlich vor ihm fürchten. Denn Löwen können Menschen fressen, das wissen wir. Es handelt sich also einerseits wirklich um ein realistisches Buch, aber es ist natürlich auch ein zauberhaftes Buch. Denn hier heißt es, eines Tages blieb die Tür offen stehen. Und da dachte sich der Löwe, das ist ja richtig gefährlich, es könnte ja jemand einfach zu mir reinkommen. Aber dann denkt er, ich könnte ja auch mal meine Freunde besuchen gehen. Und das macht er. Und so geht er los in seiner gesammelten Gutmütigkeit. Und wir sehen, niemand von den anderen Tieren fürchtet sich vor ihm. Aber plötzlich alle Menschen, die vorher allerliebst und nett zu ihm waren, Monsieur Dupont, der fällt einfach in Ohnmacht. Und der glückliche Löwe denkt sich, das ist aber keine sehr höfliche Art, einen guten Tag zu sagen. Aber er nimmt das alles so hin, wie es ist und staunt einfach über das Verhalten der Menschen, die sich so sehr vor ihm fürchten. Tja, jetzt wäre natürlich schon schön, die Geschichte weiterzuerzählen, weil es ist ja, wie gesagt, ein Buch, das fast alle Leute kennen und lieben. Aber es gibt ja vielleicht auch welche, die das doch noch nicht kennen und noch entdecken wollen. Und deshalb will ich jetzt nicht verraten, wie die Geschichte ausgeht. Nur noch mal so viel. So viele Jahre und Jahrzehnte haben Kinder dieses Buch über alles geliebt. Und ich glaube, das hängt vor allem an diesen unglaublich wunderbar gezeichneten mimischen Bildern, in denen wir genau lesen können, wie die einzelnen Personen sich fühlen. Das heißt, Kinder können diese Bilder perfekt selber entschlüsseln. Und letztlich ist es ein glücklicher Löwe. Deshalb ist er natürlich gar nicht gefährlich. Vor allem dann nicht, wenn er in seinem wunderschönen Zuhause ist. Ja, wie er da wieder hinkommt, das kann man nachlesen.